Hallo und herzlich willkommen zurück im Multiplayer von Satisfactory. Die Firma Fixit hat ihre 5 schlechtesten Mitarbeiter hier auf diesem Planeten geschickt, um eine zentrale Frage zu klären. Und ich fange auch schon mal an, wir haben die Antwort längst gefunden. Als Kalkstein werden Sedimentgesteine bezeichnet, die überwiegend aus dem chemischen Stoff Calciumcarbonat in Form der Mineralien Calcit und Aragonit bestehen. Kalkstein ist ein äußerst variables Gestein. Dies betrifft sowohl seine Entstehung als auch seine Eigenschaften. Wer mehr wissen will, kann auf Wikipedia gehen, da haben wir die Lösung schon hochgeladen. So, ich begrüße Dr. Wolfsherz. Hallo Rado. Hallo alle. Also natürlich als erstes genannt, nicht aus Sympathiegründen, sondern weil er am meisten Abos hat. Dann begrüße ich den Schena Tiger. Hallo, ich wink euch mal von ganz weit weg zu. Dann grüße ich noch den Hawk. Na, hallo. Und zu allerletzt meinen immer noch guten Freund Dragner. Servus. ich habe jetzt gedacht, du meinst irgendwie Lager bauen. Ich grüße den allerletzten oder irgendwie sowas, das habe ich jetzt schon erwartet. Ja, tut mir leid. Erste Einladung ever. Ja, allerdings. Oh Gott, da hat jetzt keiner voll aus mit gerechnet. Nee. Und der Alkohol macht's halt auch noch heute mit, gell? Oh, das war gut. Warum verprügelst du mich, Wolf? Ach so, das bist du. Ich dachte, du wärst Dragner. Hey? Ich kann mal wieder nicht lesen. Natürlich jetzt besser, ne? Leute. Wo waren wir stehen? Sag mal. Genau, schau mal, der Wolf, weißt du, will mich hauen, dann läuft er erst noch auf dem Hawk hin. Der kann nicht mal lesen. Es steht die Namen fett über jedem drüber, weißt du, der Mann ist so alt. Hast du deine Lesebrille nicht auf? Selbst die bringt nichts mehr, glaube ich. Ja. Wie reißt sich denn nochmal ein Fundament ab? F. So, Kettensägen sind am Start. Ja, gib dem. Wieso, Moment mal, stopp mal. Du hast ja hier falsche Fundamente gebaut. Rado, was ist denn mit dir los? Guck mal, du hast hier, guck mal von der Seite. Du hast hier, wo bist du überhaupt? Ja, genau, du hast hier 4er-Fundamente und 2er-Fundamente. Ja, das hier muss weg, aber das andere, jetzt guck dir das doch mal genauer an. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Wein im Kopf. Hier wird nee, aber hier ist auch ein 2er-Fundament dazwischen. Ja, das ist doch nicht schlimm, das ist egal. Nee, aber ich finde, wenn, dann müssen wir alle Fundamente gleich bauen, sonst weißt du nicht. Nee, das geht doch überhaupt gar nicht. Das ist doch abhängig von der Bodenhöhe, mein Freund. Na stimmt, da hat er recht, ja. Ich gleich doch hier die Höhe des. Guck doch dir das mal an. Also ich bin dafür, wir bauen jetzt einfach hier so weiter. So. So wie Hawk gesagt hat, finde ich es auch gut. Oh cool, da gibt's Materialien zum Abbauen. Dankeschön. Sag mal, habt ihr alle gesoffen oder was? Nö. Ja. Ich für meinen Teil kann diese Frage mit Ja beantworten. Ich auch. Ihr seid kein gutes Vorbild für die Jugend. Finger weg vom Alkohol. Natürlich alkoholfreies Bier, ne? Also. Ich trinke auch alkoholfreien Wein heute Abend, selbstverständlich. Ich bin Bayer, ich verstehe kein alkoholfrei. Wolf, ist jetzt deine Frau eigentlich los, um dir ein neues Bier zu holen? Oder, Nee, also Wein, wenn dann ginge es um Wein und leider nein. Ach ja. Haben wir 21 Rotoren fertig? Ja, was, klar. Rotoren? Bestimmt. Mit Rotoren an, bestimmt, ja. Ich bin froh, dass wir gerade mal ein paar Metallplatten haben und ja. Habt ihr schon ein paar Rotoren fertig? Wozu brauchst du denn Rotoren, wenn ich mal ganz blöd fragen darf? Um eine abgestützte Abwurfkapsel zu öffnen. Ah ja, hier geht's ja schon richtig ab, ne? China ist denn, hier wieder der, ich wollte sagen, was macht denn China hier? Wir haben kein Baumaterial, warum soll ich bei euch rumstehen die ganze Zeit? Dann kümmere dich doch um Baumaterial. Du musst nur schnell genug beim Container sein. Mir fällt übrigens gerade auf der Map sehe ich euch alle, aber oben in dem Radar sehe ich nur Rado. Ja, ich habe das gleiche Problem teilweise. Also es ist mal so, mal so. Ich, ja. Ja, es ist ein sogenanntes Relevanzradar. Sehr gute Beschreibung. Ah, schön. Ich hätte gerne lieber Stufen, weil wenn es im Winter friert, rutscht man auf diesen Platten ganz schnell weg. Rado, ich weiß. Klassisches alte Männerproblem, ey. Rado, ich weiß, du hörst es nicht allzu oft von mir, aber wollen wir uns mal schnell verbünden und den Wolf einfach töten? Nein. Das hört sich bitter an. Wir sind hier rekrutiert worden, um ihn zu pflegen, nicht um ihn zu töten.
Aber schau mal, der schaut dir mal diesen aggressiven alten Mann an. Kaum sieht er so einen Pfleger, will er ihm ständig unter den Rock fassen. Wo kommt, sind die Maschinengewehre? Kommt mir immer näher. Ich glaube, weil man die fünf schlechtesten hergeschickt hat, haben die uns keine Blueprints dafür gegeben. Wo ist eigentlich der Lift? Da ist der Lift. Warum bauen wir nicht mal den Lift fertig? Weil wir noch gar nicht so viel Material haben. Ich bin gerade dabei, unsere Eisenplattenfabrik hier zu vergrößern, dass wir da ein bisschen mehr rauskriegen. Das große Problem am Überspringen des Tutorials ist, dass wir halt... Wolf, wenn du da jetzt kannst du mal deine Blueprint da wegbagger. Was hast du hier ohne was starten, China? Ja, ich dachte, ich setze den Lift hier in dein Lager, aber das geht natürlich nicht, wenn ich keine Materialien habe. Wäre auch total hilfreich, wenn du das machen würdest. Also, wolltest du irgendwas von mir? Ich habe nicht verstanden, was das Problem ist, wenn du das Tutorial überspringst. Dass wir nicht währenddessen schon die ganzen Sachen aufbauen. Achso, ja. Ist doch kein Problem. Was baut man denn während des Tutorials auf, wenn ich mal jetzt ganz blöd fragen darf, weil ich hab's ja auch übersprungen einfach. Ja, das ganze Zeug, was wir jetzt bauen. Nur halt der Reihe nach. Du hast halt noch eine Tierstufe vorher. Ah, okay. Wir sind jetzt schon, okay, wir könnten den Weltraumlift bauen, wenn wir die Materialien hätten. Ja. Bei Tierstufen nicht mal die Forschung kamen. Automatisch an Zoo denken und so kommt's mir hier auch ein bisschen vor. Zumindest geruchstechnisch ist also, Ragnar ganz nah dran an einem Puma. Du bist der Affe auf jeden Fall. An einem Puma, meinst du? Bei Ragnar denke ich immer eher an Schlange. Warum? Bei mir auch. Ich weiß auch nicht wieso. Eine gespaltene Zunge oder was? Ja, nicht nur eine. Ich kann das nicht nachvollziehen. Er kann das so nicht akzeptieren. Na, wenn sie ein Argument dafür hätten, könnte ich es ja akzeptieren, aber die haben ja noch nicht mal ein Argument dafür. Bin ich benötigt. Das geht auch ohne. Oh, Farbpatron, cool. Ich will die Sachen anmalen. Nächster Meilenstein. Oh nein. Ist gesetzt. Wieso kann ich nichts? So. Mal wieder alles bunt. So, wie viel Material können wir auf dem Förderband überhaupt momentan fördern? Was ist da wohl mal? 60 pro Sekunde. Ah, okay, dann passt das. So, jetzt sieht es langsam nach einem Lager aus, wo auch mal die Lagercontainer kommen. So, wie führst du die Bänder jetzt zu? Machst du nicht über die Mitte ein Zentralband, sondern von links und rechts außen oder wie hast du dir das gedacht? Ja, genau, hatte ich gedacht, ja. Hm. Also ich habe es jetzt eigentlich so, dass theoretisch die in der Mitte auch wieder raus könnten. Mhm. Wobei das natürlich, also später, ich glaube, wir haben ja später noch bessere Lagercontainer, ne? Ja, da kommen also die Doppelten. Müssen wir dann sowieso mal gucken. Ich bin ja jetzt auch durch die Palmen in der Größe noch eingeschränkt, ne? Ja. Also es soll jetzt erstmal so eine Art Provisorium sein, mit dem wir erstmal arbeiten können. Okay, aber Kettensäge geht schon, ne? Also das, wenn du die Palmen jetzt weghaben willst, das wäre eigentlich mal eine gute Idee, eine Kettensäge zu bauen. Ja. Ist doch schon fertig, ihr Pappnasen. Du hast schon eine, ja? Klar, in dem Moment noch fünfmal auf den Hammer hauen. Verstärkte Eisenplatten, oh weia. Machen wir ein schön feines Chainsaw Massacre. Wer hat denn jetzt die Metallplatten gekauft? Ohne Witz, was ich mir gerade am Konzert gerade draufklicken, zack weg. Wir haben auch noch gar keinen Treibstoff. Wo kann ich denn den bauen? Auch in der Werkstatt. Nee. Doch. Nein, in der ganz normal an dem, da wo wir alles... Also doch, Werkbank. Ja. Okay. Nee, mein Fehler. Was ist denn Keilerprotein? Was geht denn hier ab? Krabbenbrüterprotein. Was zum Henker? Falls du hungrig wirst. Ach, das sind so Medipacks jetzt mittlerweile. Ah, geil. Ah, nice. Was haben wir denn? Wir müssten die Schraubenproduktion auch nochmal automatisieren. Können wir schon Splitter bauen? Komm, bitte keine Schrauben. Ja. Dann baue ich jetzt einen zweiten Produktionszweig von den Eisenstangen ausgehend. Einmal ins Lager und einmal weiter zum Schraubenbauen. Also ich will mal was in den Raum werfen, ne? Oh je. Yeah.
die allererste große Priorität, die wir, glaube ich, anstreben sollten, das ist nämlich Stromversorgung. Das stimmt. Weil da werden wir sehr, sehr früh Probleme mitkriegen. Und das Erste, was wir groß an Stromproduktion bauen können, ist, glaube ich, sind die Kohlekraftwerke. Ja. Meine ich. Wenn ihr nichts dagegen habt, dass wir das irgendwie als Erstes anstreben. Bin ich dafür, bin ich ein großer Fan von. Für vernünftige Vorschläge habe ich mal gar nichts übrig. Ich vergib eine 10 dafür. Ach, der Trinker wieder. Ignoriert den alten Mann und mach einfach. Oder ich mach dann, sobald es angeworfen ist oder wie auch immer. Das ist nur die Frage, wollt ihr die Kraftwerke hier oder bauen wir die Kraftwerke an der Kohle und bauen halt Strom bis dahin? Weiß ich auch gar nicht. So, Rado, hier muss alles weg, ja? Ja, erstmal muss man Kohle finden. Alles muss weg. Noch habe ich keine gesehen. Boah, ich will eine Fernwaffe. Ich glaube, das dauert noch. Jetzt hat er schon wieder alle Umwege weggenommen. Auf jeden Fall, das ist ja total krass. Ich sehe hier einen Baum um und in dem ganzen Gebiet fällt alles um. Ja. Mhm. Du hast so ein Gebiet von 5 Meter oder so, ist das so ein Kreis, was so alles wegsammelt. Das war wie ein Gedicht für mich. Ja, Chaos-Schaden. So, Eisenstangen und hier dann bitte die Schrauben. Moment mal, was ist denn hier los? Ich bin wieder zu Hause. Was, wer ist zu Hause? Dorado, noch irgendwas, was weg muss? Hallo, China. Ja, alles, was atmet und in der Nähe unserer Sachen ist. Okay, dann geht leider nicht mehr weg. Also zumindest nicht mit der Kettensäge, den Rest muss man mit der Hand pflücken. Ja, okay. Hier sind noch... Ah ja, okay, sieht schon gut aus. Oh, ich höre schon, da hat jemand Spaß. Soll ich dem Wolf mal seine Beine kürzen? Ein Wolf hat da schon so kurze Beinchen. Moment mal, ich bin 2,60 Meter groß, ja. In deinen Träumen vielleicht. So klein? What? Da fällt mir nur ein, du weißt ja, Gott gibt jedem 2 Meter. Wie er die aufteilt, ist, hat er selbst entschieden. Also ich bin nur 1,50 Meter. Ja. Oh, es wäre schlecht gewesen, ich geb's ja zu. Oh wei, oh wei, oh wei. Darauf nochmal Prost übrigens. Der war so schlecht, der war so schlecht. Schlecht und irgendwie gut zugleich. Kann man auf den Bändern noch mitfahren oder geht das nicht mehr? Doch, das geht noch, genau. Mammforschung abgeschlossen, Quarz. Ja, ich unterwegs gefunden. So, also Eisenplatten gehen ins Lager, Eisenstangen gehen ins Lager. Die Schrauben kannst du eigentlich auch schon rausnehmen, Rado. Eins nach dem anderen. Wir können irgendwas Neues hier scannen. Was war das? Wir können immer wieder was Neues scannen. Und zwar Rohquarz, aha. Das eine interessante Bauweise hast du. Ich hätte das tatsächlich anders gemacht, aber... Ja, denk dran, ich habe noch nicht so viel Erfahrung, ne? Okay, ja. Nee, ist ja in Ordnung, also... Wie, Rado hat nicht so viel Erfahrung, hä? Du könntest die Bänder auf einem Förderturm halt übereinander legen, ne? Das wäre so die Idee. Sehr unfreulich noch. Da hast du recht, Haben wir denn schon Fördertürme? Ja. Beim nächsten Mal. Oder? Wo sind denn die Türme für die... Bei der Logistik 2 schalten wir es erst frei, glaube ich. Ach, bei Logistik 2, ja, dann wird es aber Zeit für Logistik 2. Es gibt schon Fördertürme. Förderlift gibt es, ist doch... Nee, ich meine nicht den Förderlift. Es gibt den Fördermast noch? Du meinst das... Gestelle. Ja, okay, die haben wir noch nicht. Dann habe ich auch eine gute Ausrede, warum ich das bisher nicht genutzt habe. Da, stapelbare Förderbandmast, die sind wichtiger, die müssen wir zuerst machen, oder? Die sind wichtig. Wo bin ich denn? Ich habe mich irgendwie ein bisschen verlaufen. Ja, warte mal. Ach, es gibt da eine Karte. Kannst ja jederzeit einen Betreuer anfunken. Die hole ich dann ab. Warum erlaubt er mir das? Au, nicht au, 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 au.
Hier sind irgendwelche Fliegenviecher. Ja, die mag ich auch nicht. Ah, was zum Henker. Was macht ihr denn so für Sachen? Ja, die Insekten, die sind echt zum... Die sind nicht so schön. Sind die überall so Erzadern und so? Die sind die... Ist doch scheiße. Wie konnte man denn was in seine Liste... Ah, okay. Hab schon. Einfach die Taste drücken. Boah, versteckte Eisenplatten sind auch echt, sind ja echt ein Problem, ne? Automatisier sie doch. Ja, wir hätten alles da, um sie zu automatisieren, aber... Was spricht dann dagegen? Du. Wieso ich? Schrauben brauchen wir mehr. Ich hab ein paar im Inventar. Ja, ich jetzt auch. Okay, Beton habt ihr schon. Hat jemand schon die Stangen geholt? Nö, ich habe nur das reingelegt, was ich zufällig bei hatte. Aha. 50 Stück. Habt ihr noch verstärkte Eisenplatten? Nö. Nee. Nö, ich habe die zwei, ich hatte reingelegt. Dragner macht schon wieder die Container leer hier. Ja, aber das wäre aus dem gleichen Grund wie du. Ja, gut, gut. Wenn wir aufs gleiche Ziel arbeiten, dann passt das. Abgier. Ja. Ich nehme alles, was ihr einlagert, nehme ich in mein Inventar und laufe damit weg. Ja. Also in mein Geheimnislager, das ich irgendwo aufbaue. Wie nice das wäre. Der Wolf läuft hier schon über die Förderbänder und sammelt sich die ganzen Schrauben ein. Weißt du, ich mache ja wenigstens Lagercamping, aber er macht ja Förderbandcamping. Das ist Next Level. Ja, ich merk schon. Ah, nee, ich wollte ja davon, genau davon wollte ich was herstellen. Jetzt weiß ich nicht, warum ich die mitgenommen habe. Boah, drei Stück kann ich nicht machen. Also das, die verstärkten Platten. Also wenn irgendjemand noch verstärkte Platten machen kann. Aus Eisenplatten und Schrauben, dann bitte jetzt, damit wir das... Mach dir deine Scheiße doch selbst. Was ist denn los mit dir? Ich kann dir bloß Schrauben anbieten, 28. Schrauben ist ja lächerlich. 28 Schrauben, da kriegst du nicht mal ein Billigregal mit zusammen. Mich durch, du hast Erfahrung. Ja, komm, ich komm mir gerade echt so vor, wir dissen uns mehr als in Civilization, weißt du? In dem Koop-Spiel. Ja, das Spiel bietet halt auch viel. Hier ist, ja. Mein Gott, ich muss erstmal kurz klar denken. Ja. So, hier hat es halt auch unglaublich viel Angriffsfläche. Ne? Also alleine, wenn ich mir Radus Lager anschaue, da gibt es halt noch Verbesserungspunkte. Ganz dünnes Eis, mein Freund. Ich mach nur Spaß, Leute. Aus mir spricht der Wein. Weißt ja, Rado versteht keinen Spaß. Hier ist so ein ganz großes Viech. Dabei habe ich Rado immer auch so ein bisschen auch als Komiker verstanden. Sehr trockener Komiker zwar, aber Komiker. Ich glaube, ich bin voll am Arsch. Du musst da Rado eher als dunkel und schwarz ansehen. Das passt besser. Eieiei. Ei. Warum bauen wir jetzt denn hier eine zweite Ebene mit den Plattformen? Ich versuche noch deinen Stil zu verstehen. Rado, als Erinnerung übrigens, es kommen später größere Lager, die doppelt so hoch sind, gell? Ja, ich weiß das. Okay, gut. Aber für den Moment brauchen wir ein Zwischenlager, das mit den Ressourcen auskommen muss, die wir aktuell haben. Wir haben Ressourcen? Ja, in den Taschen von Wolfsherz und Dragner. Ich habe hier einen Höhleneingang gefunden. Okay, aber ich versuche nur auf unser Ziel hinzuarbeiten. Ja, den Höhleneingang habe ich auch gefunden. Und falls du ganz viel jumpen ran kannst und vielleicht auch so Wände hochklettern, ist da eine Schnecke bei dir ganz in der Nähe. Ach da, Schnecke auf hohem Felsen, stimmt, ja, hast recht. Schnecke auf hohem Felsen. Das klingt wie ein französisches Rezept. Ja, da kommt man ohne Baustoff oder eine Plattform irgendwas nicht nach oben. Keine Chance. Meint ihr welche Schnecke meint ihr denn? Die auf dem Bogen? Nee. Wie kann ich denn so einen Stempel hier... neue Kartenmarkierung muss ich machen, oder wie war das? Neue Kartenmarkierung. Du kannst richtig editieren. Und ganz wichtig, wenn man ein Icon auswählt, kann man da auch den Stempel auswählen für die Stempelsymbole.
Sind wir jetzt beim Postamt oder was? Ah, Eisen, ja. Okay. Ah, da nice, ja, cool. Da gibt's doch so ein Höhlending, nice. Ja, ich dachte mir, ach, das braucht man nicht zu markieren, also das markiere ich das Ding nicht. Ja, doch, warum nicht? Vielleicht ist da irgendwas Interessantes mal drin, ne? Läuft da gerade einer über den Bogen rüber? Ja. Ah, drei, ne? Markierungssichtweite auf Kompass. Ich will nur die Schnecke hier oben haben. Aber hier ist auch so ein Insektenteil. Okay, jetzt nicht mehr. Wo ist die Schnecke? Übernehmen. Diese Folge wird heißen, die Schneckenjagd. Ist so. Aber die sind sau wertvoll, darf man ab, also. Ja, keine Frage. Kannst du nicht genug von haben. Okay, alle drei Generatoren haben erstmal ordentliche Biomasse drin. Also die höchste Biomasse. Ja, ich sehe hier auch lauter die nächsten Schnecken. Da hinten ist eine gelbe Schnecke ziemlich weit oben. Da ist nochmal eine blaue Schnecke, aber da muss man sich dann überall raufbauen. Ich dachte mir, ich markiere mir die. Günther, im weiß, Lager. Sind. Günther Alarm. Günther Alarm. Wo sind die ganzen Eisenstangen hin? Ach, das ist ein Viech hier. Also ich weiß nicht, ich bin gar nicht da. Was ist denn das da hinten? Oh, hier sind Giftwolken. Ah, ich muss sie weg. Ah, weg. Ich hab Schwefel gefunden. Ich hab bloß kleine Quarzvorkommen gefunden bisher. Data shows this as a mix of sulfide and sulfate minerals. It could be an indication of recent volcanic activity. A new research tree exploring volatile self-defense applications can now be accessed in the map. Ich hab den Summer Sloop gefunden. Oh, hab ich gerade auch eingesammelt. Macht ja ganz schön Schaden. Ah ne, das ist der Viech daneben, das Schaden gemacht hat. Sehr gut. Komm ich nur hier wahrscheinlich nur nicht mehr lebend runter gerade. Das findest du raus, wenn du springst. Ja, ah, das denke ich mir. Merkst du wohl? Haben Werkzeuge auch eine Haltbarkeit? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Okay, weil mein Zepper ist irgendwie... Der ist immer nur halb voll. Ah, okay, alles klar. Ja, wenn dann, du das Mausrad bewegst, dann kommst du auf die zweite Hand. Ja, auf die zweite Hand? Zwei ja. Hände, was? Haben wir schon freigeschaltet. Zweite Hand freigeschaltet. Und noch eine dritte. Geil, zwei Hände. Und wenn du dich vorher auf die Hand draufsetzt, dann... Das ist wie eine fremde Hand. Der Rado. Ah, die perverse Hand. Sau. Also, das ist ja, da sind wir jetzt wieder angekommen. Also, Niveau, wir sinken. Und heute sinkt für sie das Niveau. Ja, ihr wisst ja, Niveau ist keine Creme. Nee, nee. Der Summer Sloop ist in Bearbeitung. Wir können anscheinend noch gar nichts damit machen. Ich hab Mycelium gefunden. Das sind so Pilze. Ja, Mycelium sind Pilze. Die kann man rauchen. Und da kennt sich jemand aus. Blau, was brauchen wir? Oh, die werden, glaube ich, für die Feldforschung benötigt. Ja, dann nehme ich die doch mal mit, wa? Feldforschung, dann kannst du gleich mit dem Trecker auch über ein Weizenfeld fahren. Kann ich. Ich glaube, wir brauchen eine zweite Kiste, glaube ich, langsam. Oh, die ist ja fast leer plötzlich, was nicht. Deine Kiste ist doch schon groß genug. Ja, ich habe die ganze Biomasse rausgenommen, um daraus Biotreibstoff herzustellen. Cool. Ist da hinten eine weiße Schnecke? Ne, gelb ist sie, glaube ich. Ist halt bloß nicht sehr spannend, den festen Biotreibstoff herzustellen. Was ist spannend in dem Spiel? Alles irgendwie. Mhm. Für Hawk ist schon spannend, sich durch die Landschaft zu bewegen, weil er erstmal mit WASD klarkommen muss. Ja. Und die Maus erstmal. Oh, ja. Ja, die Maussteuerung, genau. Ja, also Herausforderungen gibt es ja genug. Ja. Wenn ich da schon wieder... Tragen ja schon wieder bei den Lagern am Campen, ey. Weil du alles wegnimmst hier. Verpiss dich ja, von meinen Stangen. Weg. Hau ab! Alle leer, die Container. Ich hab nur die Stangen. Ich bekämpfe nur die Stangen. Ja, die Stangen? Wofür brauchst du wohl die Stangen? Voll der Stangenneid hier.
Ich will ein Kreuz bauen. Was willst du bauen? Kreuz? Ja. Er fängt wieder mit Religion an. Ja, das, nee, das ist typisch, ich meinte, das kennen wir. Eigentlich wollte ich dann Rado hinspalten. Eigentlich wollte ich. Ja, genau. Die Dragnalogie kommt zack wieder. Zack, ist die Dragnalogie hier überall verteilt. Ja, 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 ja. Wir könnten mal wieder zurückspielen. Okay. Ja, du hast gewonnen. Na, schon ja, wieder. Jetzt, wo die neuen Führer oh kommen, Gott, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, wir brauchen nur noch Stangen. Könnte einer noch die letzten Stangen... Ja, was meinst du, warum ich die Stangen hier bekämpfe? Aber ich habe erst 12 Stück. Ja, das reicht. Ah, nee, reicht nicht. Es reicht, eine, sagt der Wolf. Eine Stange habe ich. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ja, die Stange kannst du wahrscheinlich nicht abgeben, oder? Ich töte jetzt mal schnell einen Wolf und loote ihn. Alle Stangen kannst du abgeben. Ja, stimmt. Du schon, Stangen, ja. Stangen sind Stangen. Du schon, ja. Mit deinem Würmchen. So, hallo. Gut, Leute, ich gucke auf die Folgenlänge, ja, und denke, das ist ich eigentlich der ideale Schluss. Ja, damit der Wolf endlich seinen Weinrausch ausschlafen kann. Ich hab das wird doch langsam gemacht. Zeit, glaube ich. Oh, wei, 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 das war eine ja Session. Ja. Ich hab das mit dem Stangen mal fertig gemacht. Jetzt hast du es auch noch freigeschaltet. Oh Mann. Wo hatte jetzt der Schäner die ganzen Stangen her? Weißt du, es das heißt immer der Wolf und ich, dann kommt Schäner und haut mal eben 300 Stangen rein, weißt du? Schäner ist in die Wüste gegangen und hat sich die Stangen schön alleine gekloppt. Nein, ganz einfach. Irgendjemand hat in die Kiste hier Kupferbarren und Eisenbarren reingepackt. Die habe ich mir irgendwann rausgenommen. Ah ja, dann bist du schön an die Werkbank gegangen und hast die Stangen gekloppt. Ja. Genau. Hm. Verstehe schon. Boah, Leute. Dann lass es jetzt aufhören. Bevor das hier eskaliert. Das liegt ja an Rado. Wenn der jetzt noch weiterbauen will, habt ihr ein Problem. Wieso? Der ist in Fahrt gekommen, oder was? Der Wolf macht einfach den Rechner aus. Oder so, ja. Ja, das würde das auch. Das läuft doch nicht auf dem Server. You should not pass. So, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit, für die Aufnahmesession. Rado, danke auch für die Erklärung zum Kalkstein. Wir haben uns wirklich schon viele Folgen lang gefragt, was Kalkstein ist. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, für Aufklärung bin ich immer zu haben. Sehr gut. Nächste Folge Eisenerz. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls noch jemand dabei ist, Abo und Likes nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.